Zack. So, geh nach oben, genau. Und weiter Fasern, Fasern, Fasern. Nicht diese Fasern-Dingens. Auch nicht diese Fasern-Dingens. Und erst recht nicht diese Fasern-Dingens. Genau. Da haben wir es doch mal. Und zack. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es mehr zockt, wenn man mehr Teilchen einsammelt. Da bin ich überfragt, aber ich glaube mal eher nicht. Also man braucht, glaube ich, so 3 Teilchen, damit es überhaupt klappt. Und danach hat man quasi, ja, die freie Auswahl, ob man noch ein paar einsammelt. Und unsere Waffe wird auch nur zurückgesteckt, wenn wir wirklich kein Fasern, also nicht schon das Fasern in unserem Beam haben, weil wenn wir das Fasern in unserem Beam haben, wird es nicht mehr, ja, so meine ich das. Wenn wir getroffen werden, dann steckt sonst ja die Waffe zunächst mal so ein bisschen zurück. Und das war dumm. Das passiert dann aber auch wirklich nur, wenn wir noch keinen Fasern aufgeladenen Beam haben, beziehungsweise nur so einen teilweise aufgeladenen. So, aber jetzt wollen wir den Kampf hier endlich mal zum Ende bringen. Und irgendwie stelle ich mich hier gerade etwas ungeschickt an, muss ich sagen. Ja, gut, aber es reicht. Also sie hat nur noch die Hälfte der Energie und aua. Das war jetzt irgendwie, jetzt fängt es wieder schon so an wie im ersten Kampf. Es ist nicht gut. So, jetzt könnte sie aber langsam mal wieder runterkommen. Genau. Zack. Aber es dürfte jetzt vielleicht sogar reichen, wenn wir hier immer nur Supermissile reinhämmern, wenn wir es nicht mal einmal schaffen, Fasern einzusammeln. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es einmal schaffen. Ja, und es hat geklappt. Aber wie gesagt, ohne dass man einmal das Fasern kriegt, kann man sie nicht besiegen. Und ja, deshalb ist der Kampf auch so ein bisschen anders, weil man nicht unbedingt immer nur im Kopf durch die Wand schießen muss, sondern auch mal so ein bisschen präzise arbeiten muss, sage ich mal. Und wenn mir das nicht liegt, dann mag das sein, aber es klappt doch. Also diesmal werden wir nicht mehr verlieren, das kann ich euch versprechen. Obwohl, man weiß ja nie, also es kann immer alles passieren. Ah, super, 2 Teilchen eingesammelt. Ne, reicht nicht, um durchzukommen. Aber vielleicht hätte ich mir die 2 Teilchen einfach mal behalten sollen, weil manchmal klappt das dann. Also, da muss man ja nur noch 1 einsammeln beim nächsten Mal. Und dann ist es auch einfacher, aber ja, ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal so, wenn das jetzt nicht klappt beim ersten Mal. Und wir haben noch mehr als die Hälfte Leben, also das passt dann schon. Damit können wir leben. Und zack. So. Ein Supermissile, dann dürfte sie schon fast erledigt sein oder ganz erledigt sein. Oh ne, sie macht lieber nochmal die Attacke. Ja, dann machen wir es eben so. Und zack, wunderbar, Faser und Schild kaputt, dunkles Sommes erledigt. Und ich weiß nicht, warum Sommes jetzt nicht irgendwie rennt oder so, weil die Zeit dürfte eigentlich immer noch laufen, aber na gut, Sequenzen, die zählen nicht dazu. Da bleibt die Zeit stillstehen. Und die dunkle Sommes kommt nochmal auf uns zu, kaputt wie sie doch ist. Ja, man sieht nur noch solche skelettartigen, so einen skelettartigen Körperbau. Oder nur die Adern? Ach, was weiß ich. Sie versucht uns noch einmal zu berühren, von unserem Licht etwas abzubekommen, aber dann verschwindet sie und wird wieder zu ihrem Ursprung, dem Fasern. Aber jetzt merkt Sums, dass sie sich auch mal beeilen könnte. Und hinter ihr kommen auch noch Inks. Ja, ganz klar. So, ein paar viele. Das erinnert uns irgendwie an die Situation vom Anfang des Spiels. Und da hinten geht das Fasern weg und wir bemerken, dass wir da ein Portal haben. Renn, Sommes, und sie scannt das Portal und das Portal geht auf. Und jetzt macht sie einen epischen Sprung.
Und dreht sich nochmal um und guckt nochmal den Ink zu. Aber nein, sie ist im Portal. Und sie kommt im hellen Äther raus. Heroisch. Und die Inks versuchen natürlich uns zu folgen, aber das ist so ein bisschen schlecht gelaufen, behaupte ich mal. Ja, die dunkle Welt ist ausgelöscht. Wir haben Aether gerettet und unsere Mission damit erfüllt. Irgendwoher kommen jetzt mehrere Luminoten noch. Da ist jetzt Umos und noch jemand anders oder so. Naja, jedenfalls merken die auch, dass das dunkle Aether besiegt ist. Der Energieregulator kann wieder geschlossen werden und Somers erhält ihren alten Anzug wieder zurück. Weil der Lightsuit war ja nur dazu da, hier so ein bisschen zu helfen denen. Und wir bekommen Dank von Umos gespendet. Zumindest glaube ich, dass das Umos ist, der Erste, der in der Reihe steht. Naja, jetzt bedanken sich jedenfalls auch die anderen Luminot. Und aufgrund dessen, dass wir 100% gescannt haben, bekommen wir jetzt noch die Endsequenz, also noch eine zusätzliche Bonussequenz gezeigt, und zwar wie Somers aus ihrem Suit aussteigt und ins Raumschiff geht. Das war damals noch mehr oder weniger eine Innovation, weil, ja, die echte Somers hat man so, glaube ich, noch nie gesehen gehabt, außer vielleicht in Metroid Zero Mission, aber das war ja nicht wirklich 3D gestaltet, also ist schon so ein bisschen was Neues. Für Leute, die Super Smash Bros. Brawl kennen, natürlich nicht, weil sie da als spielbarer Charakter auftaucht, aber ja, man kann sich nochmal Keks freuen, dass man hier sie nochmal ohne Suit sieht. Wobei das für mich, glaube ich, auch, als ich das erste Mal gespielt habe, ein bisschen komisch war, weil ich hatte mir immer gedacht, dass sie dunkler Arat, weil das durch den Suit immer so ausgesehen hat. Aber das ist Nebensache. Ja, und die Credits. Wunderbar, wir haben Metroid Prime 2 durchgespielt. Da. Zu 100%, sowohl Scans als auch Items, und darauf bin ich mehr oder weniger stolz. Mehr dadurch, dass ich die Scans alle allein geschafft habe, weniger dadurch, dass mir halt ein paar Items gefehlt haben. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war es noch okay. 3 von vielleicht, Moment, wie viele Items gibt's? Um die 40? Ne, Quatsch, es gibt ja allein schon 50 Missile-Container. Dann gibt's vielleicht so über 70, vielleicht so 75 Items so um den Dreh. Ich könnte es jetzt nochmal genau ausrechnen, aber ich tippe mal so zwischen 70 und 75 Items. Wenn man davon 3 vergisst, mein Gott, kann passieren. Ja. Auf jeden Fall hat mir das Spiel ziemlich viel Spaß gemacht und ich finde es ein bisschen schade, dass es am Anfang der Umfrage so viel Stimmen bekommen hat, aber im Endeffekt aber doch nicht so aktiv geguckt wurde. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Aber ja, für Leute, denen diese Spielweise so ein bisschen fremd ist oder die sich damit auch nicht anfreunden können, ist es klar, ist das Spiel nichts. Aber ja, es hat so ein bisschen seinen eigenen Touch, sag ich mal, und zieht auf seine Weise doch verschiedene Spielgruppen an. Ja. Und ich zähle mich auf jeden Fall zu dieser Gruppe, und das hat man hoffentlich auch gemerkt im Laufe dieses Let's Plays. Mir macht dieses Spiel auf jeden Fall viel Spaß, und sollte sich irgendjemand durch dieses Spiel ermutigt fühlen, es selber mal zu probieren, kann ich es nur empfehlen. Mittlerweile dürfte es in diversen Spielpyramiden im Mediamarkt oder so vorhanden sein. Und ja, das dürfte auch nicht mehr viel kosten. Beziehungsweise es gibt ja auch noch einen Remake für die Wii, die Metroid Prime Trilogie, und da gibt es natürlich auch den zweiten Teil zu kaufen. Dann eben mit Wii-Steuerung. Ja, das ist halt ein bisschen was anderes, aber ich glaube, von der Gesamtheit ist es genauso wie Metroid Prime 2. Ja, was mich auch mal interessieren würde, wie Metroid Prime 1 eigentlich war. Also, ich habe es noch nie gespielt.
Und es würde mich durchaus mal reizen, auch das zu spielen. Vielleicht werde ich mir das in Zukunft auch nochmal holen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Eventuell werde ich auch nochmal den dritten Teil Let's Playen, wenn es euch denn gefallen hat. Aber wie gesagt, es hatte gegen Ende nicht mehr so viele Views. Also, ja. Vielleicht werde ich es zur Umfrage zur Verfügung stellen. Aber dann solltet ihr euch auch vorher überlegen, ob ihr das dann auch bis zum Ende gucken wollt. Oder ob ihr das nur so gefunden habt. Vielleicht lag das mit den Views auch daran, dass wir vorm Anfang bis zum Ende so einen gewissen Unterschied hatten. Am Anfang habe ich halt sehr viel gescannt, sehr viel erklärt und das verliert sich dann mit im Laufe dieses Let's Plays natürlich auch so ein bisschen. Und gegen Anfang ist auch sehr viel, ja, sehr viele Sequenzen, sehr viel Story und auch das wird gegen Ende weniger. Aber ich denke gerade hier, der letzte Teil war doch ganz okay. Und die Endgegner waren auch nicht ohne, wie ihr gemerkt habt. Also ich hätte mich auch, ja, es wäre auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich nochmal abgekackt wäre beim Ink-Imperator. Das war bei beiden extrem knapp und bei der dunklen Zombies hat es dann eben mal nicht ganz gereicht. Wobei ich mir auch zuversichtlich gewesen wäre, dass ich den Ink-Imperator beim zweiten Mal ganz locker besiegt hätte. Ähnlich wie bei der dunklen Zombies. Ja, man muss da halt so ein bisschen wieder in den Rhythmus kommen und dann passt das auch. Allein schon, dass wir am Anfang nur noch 6 Energiecontainer hatten nach der ersten Form, das ist eigentlich schlecht. Das sollte man vermeiden. Naja, wie gesagt, es war ganz toll, dieses Spiel zu Let's Playen und ich hoffe, es hat euch, zumindest den Leuten, die es geguckt haben, auch gefallen. Und dann ist auch okay. Missionsverlauf. Spiel gelöst zu 100%. Spielzeit insgesamt 11 Stunden und 23 Minuten. Ja, dieses Let's Play hat, glaube ich, über 70 Videos. Dann, wenn ich es fertig bearbeitet habe, drücke A, um fortzufahren. Ah, wir kriegen noch eine Endsequenz geschenkt. Daran kann ich mich irgendwie nicht mehr erinnern, aber ja. Ah, okay. Ah, ihr habt's gesehen, die dunkle Zombies hat sich im All regeneriert. Das soll so ein bisschen auf den dritten Teil anspielen, weil da ist die dunkle Zombies auch wieder einer unserer, ja sogar der hauptsächliche Gegner im Spiel. Und ja, wie gesagt, wenn euch der dritte Teil interessieren sollte, könnt ihr das gerne mal unter dieses Video schreiben. Und vielleicht werde ich das auch im Zuge meiner nächsten Umfrage, die ich auch bald machen werde, berücksichtigen. Ja, die Speicherstation, die jetzt hier gegeben ist, ist immer noch die im Himmelstempel. Wir können nach Beenden des Spiels nicht mehr abspeichern. Das heißt, wir könnten jetzt immer wieder den Ink-Imperator und die dunkle Zombies besiegen. Und ja, wir haben 100% durchgespielt und in 11 Stunden und 23 Minuten. Hier steht 5 Minuten, weil da ja noch gespeichert war von vor den beiden Endgegnern. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wahrscheinlich bei einem weiteren Let's Play. Die Umfrage wird bald kommen und vielleicht werde ich zwischendurch noch ein paar kleinere Projekte annehmen. Danke jedenfalls, dass ihr das hier geguckt habt und bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut, ciao.